jetzt geht's mit uns raus ins Grüne und das bedeutet, die schönen Seiten der Welt zu entdecken. Ja, vielleicht sind Sie öfter mal mit der Familie auch draußen im Grün. Da gibt's ja immer wieder spannende und lustige Sachen, die es sich lohnt aufzunehmen. Oder entdecken auch gerne die Tierwelt. Für all das haben wir jetzt eine super Bandbreite an Produkten für Sie in dieser Sendung vorbereitet, die den nächsten Outdoor-Trip oder die Outdoor-Aktivität sehr, sehr spannend gestalten können. Und wir starten da mal mit einem klassischen Camcorder. Ja, ein Camcorder ist für mich unglaublich wichtig. Ich meine, wir machen alle Videos heutzutage. Wenn man die Damen anschaut, permanent mit dem Handy. So 10 Sekunden, 15 Sekunden. Wenn Sie aber wirklich bleibende und vor allem lange Aufnahmen machen wollen, dann würde ich Ihnen immer zu einem Camcorder raten. Erstens mal wird dann die Speicherkapazität des Handys nicht beeinträchtigt und vor allem, Sie können hiermit stundenlang filmen, ohne dass Ihnen die Finger wehtun. Die Handhabung ist ganz einfach. Man öffnet natürlich den Schutz. Hier haben wir ein Objektiv und das nimmt jetzt auf in einer Qualität, die wir eigentlich nur von unseren Studiokameras kennen, nämlich 4K. Das ist also wirklich eine unglaubliche Qualität. Zusatzbeleuchtung können wir jederzeit zuschalten. Hier oben haben wir auch noch eine Halterung für ein Zusatzrichtmikrofon. Wir haben allerdings natürlich ein integriertes Mikrofon. Sie drehen keine Stummfilme. Und jetzt möchte ich Ihnen einfach mal zeigen, wie einfach das ist. Ja, also schon mal der Start ist für den Laien wirklich nicht schwer. Sie legen eine SD-Karte ein, die darf bis zu 128 GB groß sein. Und jetzt sehen Sie, ja, Sie sehen meine Hand jetzt in dem Fall, aber ich wollte Ihnen nur zeigen, wie einfach das ist. Man macht auf und schon geht's los. Und jetzt können Sie filmen oder Fotos machen. Fotos bis zu 48 Megapixel oder Filme. Hier oben, und Sie sehen, das ist alles eine Einhandbewegung, haben wir auch noch einen Zoom, 18-fach Digital-Zoom. Und jetzt schauen wir uns das einfach mal an mit einem Motiv, damit Sie es auch sehen. Und zwar drehen wir einfach mal den Bildschirm. So, und jetzt sehen Sie bei uns, jetzt dreht sich der natürlich auch, jetzt sehen Sie bei uns ganz einfach die Kameraleute. Und jetzt gehen wir mal ganz nah zum Konstantin. Das hier sind unsere 4K-Kameras, aber eins ist sicher, Rebecca, diese 4K-Kameras, die kosten wesentlich mehr als 113,99 €. Und die Filme, die wir heute drehen, egal was das ist, ja, das sind ja nicht die Sachen, die wir morgen anschauen, sondern das sind irgendwann mal die historischen Dokumente, die wir unseren Kindern, die dann erwachsen sind, nochmal zeigen, deren Kindern vielleicht oder Kindeskinder, also den Urenkeln. Also irgendwann werden das mal historische Dokumente. Und da sollte man drauf aufpassen, dass man das in wirklich bestmöglicher Qualität aufnimmt. Definitiv. Mein Opa ist damals auch noch mit so einer großen Kamera auf der Schulter umhergerannt, mir hinterhergerannt, als ich noch ein kleiner Windelpupser war. Aber das sind so schöne Aufnahmen, genau so, wie du es sagst. Das ist so, so wertvoll. Und ich finde, gerade so ein Camcorder ist natürlich auch deutlich praktischer als beispielsweise das Smartphone. Ne? Richtig. Weil da hast du ja alle möglichen Störfaktoren. Erstens liegt die nicht so gut in der Hand. Zweitens, wenn ein Anruf reinkommt, dann wird bei mir zumindest immer die Aufnahme unterbrochen. Das macht dann keinen Spaß. Und so ein Camcorder, den kann ich ja auch auf dem Stativ nutzen. Ne? Richtig, auf dem Stativ, dann sogar mit Fernbedienung. Die ist auch noch mit dem Lieferumfang enthalten. Und das ist ja, da sehen wir es, da ist unten natürlich ein Gewinde drin, sodass es auf jedes handelsübliche Stativ passt. Das ist natürlich auch genormt. Was mich begeistert, ist diese Einhandbedienung und vor allem, dass diese Kamera auch für Laien unglaublich einfach zu bedienen ist. Ich kenne auch frühere Kameras, da musstest du fast schon eine Doktorarbeit machen, um die überhaupt richtig einzustellen. Hier haben wir automatischen Weißabgleich. Wir haben sehr hohe, hochwertige Baukomponenten, zum Beispiel einen Sony-Sensor und Ähnliches. Wir haben natürlich auch verschiedene Optionen, die man dann manuell einstellen kann. Also man kann auch mit verschiedenen Filtern arbeiten. Aber ich finde immer noch die natürlichen Aufnahmen die besten. Und hier kommt auch die Natur 1:1 rüber. 4K-Qualität. Und ich weiß, dass solche 4K-Camcorder, also mit dieser UHD-Auflösung, auch gerne mal 400 € und mehr kosten. Ja, und deshalb bin ich umso mehr begeistert, dass wir diesen Camcorder für diesen sensationellen Preis anbieten können. Hier sehen wir es beschriftet, Mikrofon, HD, USB. Und das möchte ich Ihnen auch einmal zeigen, weil das wichtige Anschlüsse sind. Und zwar sehen Sie, das ist auch noch spritzwassergeschützt, machen wir hier auf. Und was haben wir hier? Hier können Sie eben ein Richtmikrofon, das wäre optional, dazu zu kaufen, wenn man eben eine Veranstaltung nur den vorderen Ton messen.
will, dann setzt man das hier drauf. Früher hat man immer gedacht, das wäre nur für Blitzlicht. Nein, das ist für Richtmikrofone. Ganz wichtig ist auch der HDMI-Ausgang, weil jetzt kannst du das Aufgenommene, auch ohne dass du irgendwie eine Karte überträgst, direkt am Fernseher anschauen oder auf dem Beamer. Und hier unten dieser Micro-USB-Anschluss ist das der Ladeanschluss, weil das Ganze ist natürlich mit dem hochwertigen Akku betrieben, und zwar mit 2 Stunden Akkulaufzeit. Also du kannst ohne Pause hier 2 Stunden Filmaufnahmen machen. Und nochmal, so, ja, wird die Hand auch nicht lahm. Ja? Mhm. Sie schläft nicht ein. Beim Handy, jeder, der ein Handy so in der Hand hat, weiß, irgendwann weißt du nicht mehr, wie du die Finger halten kannst. Wenn du Pech hast, kommst du auch laufend vor die Linse. Oder worst case, dann kommt noch irgendeine Nachricht oder ein Anruf. Mhm. Oder der Akku ist leer oder der Speicher ist voll. Ich glaube, so, solche Situationen hat jeder schon mal erlebt, wenn er mit dem Handy mal eine größere Veranstaltung, Schulaufführung oder ähnliches, hier filmen will. Aber das hier ist wirklich für die bleibenden Momente, die man bleibend haben will. Das kann jetzt Urlaub sein, das kann ein Ausflug im Wald sein, das kann eine tolle Wanderung sein, eine Hochzeit. Aber da würde ich immer dazu raten, nehmen Sie professionelles Equipment, um diese Filme zu machen. Und das hier ist eben solch professionelles Equipment. Ja, und dann macht es auch Spaß, die Aufnahmen später auch nochmal anzusehen. Vielleicht sind Sie ja auch affin am Computer und mögen das dann zusammenschneiden oder Ähnliches. Also da kann man so, so viel mitmachen. Und es sind einmalige Erinnerungen, die Sie hiermit für die Ewigkeit festhalten können. Und das ganz bequem mit nur einer Hand. Die Artikelnummer ist die NX4907 und die 569 für diesen praktischen Camcorder. Übrigens der Preis 113,99 €. Dafür, dass Sie hier nicht nur einen Camcorder haben, der super praktisch ist, sondern auch noch in 4K-Qualität. Das ist schon wirklich der Wahnsinn, dass das so klein und handlich geht. Und wir haben auch noch was Passendes dazu für Sie mitgebracht. Wenn Sie mal so ein bisschen Abwechslung reinbringen wollen in Ihr Bildmaterial, dann haben wir da die ideale Ergänzung. Vor allem noch mehr aufnehmen, das ist vielleicht wirklich das Schlüsselwort. Also ist schon umfangreiches Equipment dabei, unter anderem auch eine Gürteltasche. Aber hier ist etwas, was ich Ihnen ans Herz legen möchte, was Sie dazu bestellen. Kommt auch in diesem schönen Transporttäschchen. Und das hier ist ein Zusatzobjektiv. Und zwar ein sogenanntes Vorsatzobjektiv und hier in dem Fall Makro, also vergrößernd und Weitwinkel. Und du siehst, das ist auch sehr gut geschützt und ist eine Echtglaslinse. Das will ich jetzt extra betonen, weil für 13,29 Euro meinst du, das wären so Kunststoffscheiben oder Vergrößerungen. Nein. Und jetzt möchten wir uns den Unterschied mal anschauen. Hier hast du jetzt die Möglichkeit, im Prinzip Panoramaaufnahmen mit 150 Grad Weitwinkelsicht und leicht vergrößert das Ganze zu sehen. Und wenn wir uns jetzt nur mal, also das passt genau an unseren Camcorder. Aber jetzt schauen Sie mal dieses Bild, was ich jetzt gerade aufnehme. Ja? Und jetzt achten Sie bitte drauf, was passiert, wenn ich es nur davor halte. So. Und ich glaube, das wird jetzt deutlich. Du hast ein wesentlich größeres Feld. Ich glaube, noch deutlicher, bleiben wir mal drauf, ich mache es jetzt mal weg. Siehst du den Unterschied? Riesengroßer Unterschied. Und das muss man natürlich nicht davor halten. Da ist hier ein Gewinde. Ja, da schraubst du einmal drauf. Das sind 2 Umdrehungen. So, und jetzt hast du es installiert. Und jetzt hast du permanent diese Panoramasicht mit einem 150 Grad Weitwinkelobjektiv. Also ein Zubehör, welches ich Ihnen ans Herz legen würde. Haben Sie das gesehen? Am Rand ist quasi noch mehr dazugekommen. Sie haben eben gerade in dem ersten Bild nur die Kameras gesehen und beim zweiten Bild konnten Sie auch schon viel, viel mehr rechts und links erkennen. Unter anderem übrigens unseren Referenzbildschirm, den wir immer haben. Kleiner Einblick hier hinter die Kulissen. Die Bestellnummer ist die NX6107 und die 569 für das Weitwinkelobjektiv. Das Ralf Ihnen wirklich ans Herz legt als Ergänzung. Es macht aber auch Spaß, weil man hat das Gefühl, man ist damit noch mal ein Tickchen professioneller unterwegs. Was Sie aber definitiv nicht vergessen sollten, dazu zu bestellen, ist die passende Speicherkarte. Ja, und die darf hier bei 4K UHD bis zu 128 GB groß sein, damit Sie auch wirklich große, lange Filme draufkriegen. Und hier haben wir eine. Sie brauchen hier für die Kamera eine SD-Karte. Und hier haben wir eine, die als beides anzuwenden. Als Micro-SD-Karte, aber durch den Adapter auch ebenfalls auch als SD-Karte. Und bei diesem Preis-Leistungs-Verhältnis bestellen Sie die einfach auch noch dazu. Und die Bestellnummer sage ich
ich Ihnen auch hier gerne. Das ist die ZX2798 und die 569 für die Speicherkarte. Auch da dürfen Sie natürlich, wie so oft bei uns, auch mehrfach zuschlagen. Das lohnt sich bei uns hier immer, gerade bei den Speicherkarten. Die sind auch super, super günstig. Jetzt haben wir perfekt schön Veranstaltungen vielleicht gefilmt, kleine Momentaufnahmen hier und da draußen in der Natur gemacht bei Tag. Aber es wäre ja auch schön, wenn ich so ein bisschen in die Ferne blicken könnte. Und dafür haben wir auch noch ein Fernglas, was nicht nur bei Tag funktioniert. Ja, Fernglas ist hier eigentlich falsch. Ich würde eher Fernrohr sagen. Mhm. Aber wir schauen das gleich an. Offiziell heißt das Monokulare. Ja? Und zwar mit einem Monookular. Das heißt, Sie schauen mit einem Auge rein, wie eigentlich früher die Piraten in ihre Fernrohre. Aber was hier das Besondere ist, das sehen Sie, ja, nicht auf den ersten Blick. Es ist ein Fernrohr, mit dem Sie alles nah ranholen können, mit vierfach optischem Zoom, dreifach digitaler Vergrößerung. Dreifach optischer Zoom, vierfach digitale Vergrößerung. So, und damit kannst du jetzt unterwegs einfach mal die Ferne herholen. Und das auch aufnehmen. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Ja, du hast hier die Möglichkeit, ebenfalls eine Micro-SD-Karte einzulegen und das, was du jetzt in der Ferne siehst, hier in bester Qualität aufnehmen. Jetzt kommen wir aber zum Besonderen. Und das ist in diesem Preisgefüge mit Sicherheit nicht normal. Hier unten sehen Sie diese kleine Lampe. Das ist eine Infrarotlampe, also ein Infrarotlicht, was ich in 9 Stufen zuschalten kann. Und das macht aus diesem Fernglas oder Fernrohr, was es jetzt im Moment noch ist, dann eben ein Nachtsichtgerät, ein monokulares Nachtsichtgerät. Und jetzt machst du die Nacht zum Tag. Ich weiß nicht, ob du Naturliebhaber bist, ob du gerne spazieren gehst. Liebst du auch Tiere? Ja, natürlich. So, jetzt wird man wissen, wenn man tagsüber unterwegs ist, die meisten Tiere sind entweder nachtaktiv oder sie hauen halt einfach ab, wenn sie dich hören oder riechen oder wittern. Jetzt habe ich das richtige Wort. Hiermit legst du dich einfach mal nachts auf die Lauer. Ja? Oder auch in der Dämmerung, wo ja unser menschliches Auge auch schon versagt, und siehst plötzlich, als wäre alles hell beleuchtet. Natürlich nachts in Grauabstufungen, das ist klar. Also, Sie kennen alle den Satz, nachts sind alle Katzen grau. Das ist ganz einfach, diesen Satz gibt es, weil es nachts keine Farben gibt, also sichtbare Farben. Aber das ist für mich wirklich die Möglichkeit, für jeden, für ganz, ganz kleines Geld, ein Nachtsichtgerät zu organisieren. Hast du so ein heimisches Lieblingstier, Rebecca? Eichhörnchen. Eichhörnchen. Mhm. Und die sind auch tagsüber aktiv, aber eben auch viel nachts. Ich weiß, Ingo hat zum Beispiel mit einem Nachtsichtgerät bei sich im Garten Eichhörnchen gefilmt. Bei mir, mein Highlight nur im Garten, und ich habe noch einen riesen Wald hinten dran, waren meine Waschbären. Waschbären sind oft auch nachtaktiv. Ich weiß, bei unserer bei Regie und Redaktionsleitung, die haben Waschbär zu Hause, da kommt auch tagsüber. Oh. Ich habe meine Waschbären noch nie bei Tageslicht gesehen. Ich habe mich nur immer gewundert, wer nachts mein Vogelhaus sauber macht, wie mit dem Staubsauger. Ja? Und ich habe immer nachts komische Geräusche gehört. Und deshalb habe ich mich mal, und das ist direkt auf meiner Terrasse, auf die Lauer gelegt. Und dann habe ich Cindy und Bert entdeckt. Also so habe ich meine, Waschbären genannt. Jetzt sagen Sie, da ist doch nur einer. Ja, achten Sie mal auf den unteren Bildrand. Da kommt nämlich gleich Bert oder Cindy. Ich weiß es nicht genau. Aber das sind doch putzige Tierchen. Die hätte ich so nie zu Gesicht bekommen. Das sind einmalige Aufnahmen und vielleicht kennen Sie diesen Effekt, wenn Sie... Ah, da kommt Bert, ne? Haben wir gesagt, oder? Ja, das ist flexibel, wer Cindy und wer Bert ist. Aber hält erstmal Ausschau, ob da irgendwer nicht doch was filmen könnte. Aber Sie kennen vielleicht den Effekt von Dokumentationsfilmen, so Tierdokus, ne? Das sind so einmalig tolle Aufnahmen, die können Sie so jetzt auch ganz einfach selber machen, wenn Sie sich genauso wie der Ralf auf die Lauer legen und diese schönen Aufnahmen hier machen. Das ist ja auch so toll zum Zeigen. Ne? Du hast ja auch Enkelkinder, denen hast du das mit Sicherheit auch gezeigt. Ne? Die sind fast ausgeflippt. Ja. Also als sie diese Bilder gesehen haben, die konnten das fast nicht glauben. Und das ist ja auch was. Du mit einem normalen Nachtsichtgerät, wenn du nur durchschaust, man sieht vielleicht was, aber wenn man das dann jemand erzählt, dann glaubt er das nicht. Hm. Jetzt stell dir mal vor, du würdest bei so einem nächtlichen Spaziergang, und das ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel, einen Wolf sehen. Wölfe immer mehr verbreitet in Deutschland. Hört aber viele halt sagen, nö, gibt doch keine Wölfe. In Niedersachsen soll es auch welche geben. Mhm. Also ich habe persönlich noch keinen gesehen. Und auch bei Ingos Garten gibt es keine Wölfe. Diese Aufnahmen sind nämlich aus Ingos Garten.
Aber jetzt stell dir mal vor, du siehst einen Wolf und das erzählst du dann, ich weiß nicht, deinen Arbeitskollegen, sagen die, ja, klar, natürlich. War bestimmt Wolf, nur eine Katze. Das war ein Eichhörnchen, ja, und du, ja, so. Aber wenn du dann solche ultrascharfen Aufnahmen hast, dann kannst du deine Aussagen auch widerlegen. Nicht widerlegen, sondern belegen. Und gerade dann in der freien Natur, also wir haben hier jetzt mal, ach, guck mal, da ist noch die Maus hinterher. Wir haben hier einfach mal in den Gärten uns nachts auf die Lauer gelegt, weil da ist man auch mal überrascht, was in heimischen Gärten nachts so passiert. Auch mal achten vielleicht auf die Nachbarskatze, die man dann auch plötzlich sieht. Das ist schon interessant. Und wenn man dann mal so eine Nachtwanderung oder eine Wanderung in die Nacht hinein macht, dann sieht man plötzlich Sachen, die man nicht für möglich gehalten hat. Dank dieser tollen Technologie, die früher übrigens komplett dem Militär vorbehalten war. Dürfen Sie sich jetzt aber gerne zum TV-Sonderpreis nach Hause bestellen und auch Sie dürfen von der Technik profitieren. Mit der Artikelnummer NX4954 und der 569, so bekommen Sie das monokulare Nachtsichtgerät. Ich sagte eben so lapidar Fernglas, du hast recht, das ist eigentlich vollkommen untertrieben, denn damit können Sie nicht nur in die Ferne blicken, sondern auch in der Nacht sehen. Und das ist es doch definitiv wert, Ihr Fernglas, das Sie vielleicht haben, mal einfach zu ersetzen oder zu ergänzen mit so einem tollen Nachtsichtgerät. Sogar Aufnahmen können Sie damit machen. Das kann so ein übliches Fernglas nämlich auch nicht. Also ideal hier für die nächste Nachtwanderung vielleicht auch. Vielleicht auch mal ein netter Anlass, um mal sich auf die Pirsch zu legen. Und da haben wir aber noch ein paar mehr Alternativen für Sie zur Auswahl. Ja, und dann gehen wir einfach mal zum nächsten. Und ich bitte dich, das einfach mal nach vorne zu holen. Und jetzt haben wir, also wir hatten gerade ein monokulares Gerät. Jetzt haben wir natürlich ein binokulares Gerät. Jetzt meint man vielleicht, man muss hier reinschauen. Nein, bitte nicht. Ja, schauen Sie hier rein. Das hier ist nämlich der kleine Fernseher. So würde ich das bezeichnen. Und man kann auch als Brillenträger hier gestochen scharf schauen. Jetzt sehen wir oben 6 Bedienelemente und ich schalte es einfach mal ein und dann wird es auch ganz deutlich, also 2-3 Sekunden draufbleiben, warum ich Fernseher sage. Du hast hier auch anders als bei einem normalen Fernglas nicht 2 Bilder, die dein Gehirn erst zu einem zusammenbauen muss, was ja immer anstrengend ist, sondern du hast ein Fernsehbild. Jetzt sehen wir natürlich hier nur auf kürzester Distanz das hier. Aber wenn Sie das in die Ferne richten, dann haben Sie hier auch schon mal 700 Meter Sichtweite als Fernglas. Ja, und jetzt schauen wir uns das mal an. Und jetzt haben wir hier natürlich keine 2 Objektive, sondern das eine ist das Objektiv auch mit manueller, hier mit manueller Korrektur, also so, dass ich schön scharf stellen kann, je nachdem, wie weit das ist. Aber das hier ist eigentlich noch das Wichtige. Und da achten Sie jetzt mal bitte drauf, hier ganz einfach diese 2 Knöpfe, Plus und Minus. Und da schalte ich jetzt das Infrarotlicht zu. Gucken Sie mal. Und das habe ich jetzt in 7 Stufen. Also je nach Helligkeit schalte ich das zu. Je dunkler es wird, desto mehr Infrarotlicht brauche ich. Und jetzt sehe ich die Welt in ganz anderen Augen, und zwar nächtens. Ist übrigens auch gerne genutzt, mal so zur kleinen Sicherheitskontrolle, was passiert bei mir im Garten nachts oder auf dem Parkplatz, der im Dunkeln liegt, um da mal zu schauen, ob alles richtig ist. Aber es ist natürlich hauptsächlich für Naturliebhaber. Und auch hier hast du die Möglichkeit, einfach eine Micro-SD-Karte einzulegen und jetzt das Gesehene jederzeit in HD-Qualität zu fotografieren. Fotografieren oder zu filmen. Ja, und zwar auch wieder ganz einfach, hier steht einfach nur Shot. Da stellt man vorher ein, was man macht und dann drückt man, entweder man schießt ein Foto oder man macht dann Videos. Ja, und ich finde sowas richtig toll. Und vor allem, weil mich das überrascht hat, ich kannte ja früher Nachtsichtgeräte auch nur aus Militärfilmen. Ich glaube, wie die meisten oder Agenten, sorry. Und wenn dann irgendwo eine Lichtquelle kam, haben die komplett geblendet immer die Nachtsichtgeräte vom Kopf gerissen. Hier, das ist ein Fernglas, das man tagsüber genau vollwertig verwenden kann, aber eben auch ein Nachtsichtgerät. Und ich schaue jetzt, also, und gerade für mich als Brillenträger ist das auch toll, weil hier diesen Fernseher, den kann man, ich nenne es jetzt wirklich mal Fernseher, weil es aussieht wie so ein Fernsehmonitor, den kann man auch als Brillenträger problemlos bequem nutzen, genauso wie als Nicht-Brillenträger. Und hier haben wir natürlich nochmal das Entspannte, dass wir mit beiden Augen arbeiten, aber ohne Zusatzarbeit des Gehirns, weil bei einem Fernglas, möchte ich nochmal betonen, wirklich jeder, der mal ein Fernglas geschaut hat, wenn du da den
Abstand nicht richtig einstellst, hast du zwei übereinander liegende Bilder und kriegst sie nicht zusammen. Das ist unglaubliche Anstrengung. Hier ganz entspannt, als würdest du Fernsehen schauen. Du siehst das fertige Bild, aber jetzt in bester Qualität. Und jetzt habe ich vorhin gesagt, 700 Meter Sichtweite. Bei Nacht, ja, die Reichweite der Infrarotlichter ist bis zu 200 Meter. Also du könntest dich jetzt auch mal aus wirklich sicherer Entfernung an einer Futterstelle in Position bringen und dann warten, bis die Rotwild oder das Rotwild oder der Fuchs oder die Wildschweine kommen und dann kannst du die in aller Ruhe beobachten. Und jetzt in dieser Jahreszeit, auch wenn es spät dunkel wird, lohnt sich das dreimal, weil jetzt kommt die Zeit, wo eigentlich alle Wildtiere Junge haben, ja? Oh. Und so das kleine Bambi mal im oder auch die kleinen Wildschweine. Und da ist es gut, dass wir 200 Meter Reichweite haben, weil Wildschweine sind eigentlich friedliebende Tiere, die eigentlich immer Angst haben, es sei denn, die Bache hat Junge, dann könnte es kritisch werden, weil die wird sie mit allen Mitteln verteilen. Wenn du 200 Meter weg bist, besteht da keine Gefahr und du kannst tolle Bilder machen. Und hier haben wir auch noch einen Zoom, den du jederzeit einschalten kannst. Ja. Auch vierfach digital Zoom. Du kannst also alles noch mal näher ranholen. Für mich wirklich ein tolles Gerät, was endlich auch bezahlbar ist. Ja, und es macht auch einfach Spaß. Ne? Und gerade jetzt ist das vielleicht auch ein schönes neues Hobby für Sie. Ne? Vielleicht haben Sie mal Lust, wieder was Neues zu entdecken, mal was Neues auszuprobieren. Dann nehmen Sie sich doch so ein binokulares Nachtsichtgerät als neues Hobby. Sowohl bei Tag können Sie die Vögelchen beobachten. Das mache ich auch übrigens bei meinen Schwiegereltern ganz gerne. Die haben ein Fernglas in der Küchenschublade. Das nehme ich mir dann immer raus. Aber da habe ich genau den Effekt, den du gerade genannt hattest. Du bist eigentlich permanent damit beschäftigt, das wieder anzupassen, nachdem du da einmal verrutscht bist, um wieder ein schönes Bild zu bekommen. Hier haben Sie jederzeit das tolle Bild mit diesem binokularen Nachtsichtgerät. Also ich kann das verstehen mit dem Fernglas bei deinen Eltern, weil ich habe ja auch bei mir vom Haus, Diana weiß, wie ich wohne, so ein großes Vogelhaus. Tagsüber ist da ein unglaubliches Leben und jeden Morgen lege ich Erdnüsse raus. Und sobald ich nicht mehr zu sehen bin, kommen Elstern und Eichel her. Ja, aber die kannst du auch nicht aus der Nähe sehen. Wenn die mich nur sehen, kommen sie nicht. Also legst du dich in der Küche auf die Lauer mit einem Fernglas, aber mit diesem Fernglas, Nachtsichtgerät, aber in dem Fall jetzt Fernglas, können wir auch Videoaufnahmen machen eben und das auch mal filmen. Das sind faszinierende Bilder, weil also ich liebe Eichelhäher, das sind wunderschöne Tiere. Also mein Lieblingsvogel, wo wir es gerade schon von Lieblingstieren hatten. Mein Lieblingstier ist das Eichhörnchen, mein Lieblingsvogel ist der Eichelhäher. Wirklich sehr, sehr schön. Wenn Sie noch keinen Eichelhäher von nahem gesehen haben, dann jetzt definitiv mit diesem binokularen Nachtsichtgerät, was nicht nur bei Nacht funktioniert, sondern selbstverständlich auch bei Tageslicht. Und die Artikelnummer ist die NX4560 und die 569. Und ein weiteres binokulares Nachtsichtgerät haben wir Ihnen auch noch mitgebracht als Alternative. Was ist denn da der Hauptunterschied? Also das hier ist wirklich die Profi-Version. Wir haben hier erst einmal eine Aufnahme, ich werde sie noch gleich zeigen, Full-HD-Aufnahme. Gerade eben hatten wir HD, was schon sehr, sehr gut ist. Ja. Full-HD ist einfach die Qualität, die man heutzutage fast schon erwartet. Also hier auch nachts in Full-HD-Qualität aufnehmen. Und wir schauen es uns auch an, weil auch hier ist die Bedienung unglaublich einfach. Ja, weil wir haben wieder, ich nenne es jetzt wirklich mal Fernsehmonitor, das Ganze haben wir hier auch wieder. Und ich schalte, wenn ich es einschalte, sehen Sie das auch gleich wieder. Und jetzt haben wir hiermit aber jetzt eine Sichtweite, da sehen wir es, eine Sichtweite von 850 Metern. Also auch bei Tag. Ja. Und das ist, also das dürfen Sie jetzt nicht als Referenz nehmen, das ist nur direkt bei mir. Aber wenn Sie dann mal was aus der Entfernung gestochen scharf anschauen wollen, tagsüber können Sie das und dann eben auch filmen in Full-HD-Qualität. Ich möchte mal was Kurzes zeigen, deshalb halte ich so. Schau mal, das fordert dich auch auf, schießen Sie. Aber dieses Schießen, was hier gemeint ist, das ist mir sehr sympathisch. Schießen Sie Fotos oder schießen Sie Videos. So, jetzt haben wir hier noch eine Besonderheit, gerade wenn ich es als Fernglas benutze. Wir sehen hier einen kleinen UV-Filter, weil das ist auch wichtig, dass die beste, auch UV-geschützte Qualität tagsüber ist. Nachts nimmst du das wieder runter und das ist das Objektiv. Und hier haben wir wieder diesen Infrarotleuchte, die übrigens fürs menschliche Auge, also im Lichtschein, im Lichtkegel, so, genauso wie für Tiere, unsichtbar ist. Also man erschreckt durch dieses Licht keine Tiere, die man filmt. Und das hier ist wirklich das professionelle Modell von einem Nachtsichtgerät. Die Tasche ist mit dabei, alles, was man braucht. Man kann dieses Gerät, also unsere Geräte sind batteriebetrieben, ja, aber dieses Gerät kannst du auch, wenn du jetzt permanent etwas mal beobachten willst, aus der Wohnung
raus. Zum Beispiel, wir hatten es vorhin, Sicherheitsoption Parkplätze. Kannst du hier auch Dauerstrom anschließen über USB, ein Netzteil dann, schließt du es an und dann hast du das permanent ohne Zeitlimit und könntest jetzt auch mal, ich glaube, das gibt es oftmals, ich habe es erst neulich wieder gelesen, da hat jemand innerhalb von 4 Wochen über 100 Autos verkratzt, immer in derselben Ecke, ja, und den haben sie lange, lange nicht bekommen. Und wenn sowas bei Ihnen mal ist oder Sie einfach denken, ich weiß nicht, da rumpelt es immer nachts, was ist auf dem Parkplatz los, nur als Beispiel, dann richtet man das einfach von innen auch als Überwachungskamera mit bester Nachtsicht auf und dann kann man den Täter eben in Full-HD-Videos wieder überführen, kann auch wieder hier vierfach digital heranzoomen, also so, dass man da beste Qualität hat, auch als Überwachungskamera. Aber für mich, das Hauptargument ist eben Naturliebe. Mhm. Einfach mal Natur erleben, wie wir sie sonst nicht sehen. Wir Menschen sind nicht dafür gemacht, nachts zu sehen und das wird sich auch nicht in der Evolution in den nächsten 100 Generationen ändern, behaupte ich jetzt einfach mal. Aber mit so einem Nachtsichtgerät kann ich dieses Versäumnis der Natur, so möchte ich es mal ausgleichen. Ja? Und damit können wir eben bei Nacht sehen. Und das ist eine ganz neue Welt, die man entdeckt. Ja. Du wirst es sehen, ihr habt ja auch irgendeinen Ausblick vom Balkon. Und wenn es mal stockfinstere Nacht ist, dann schau mal raus, dann hast du eine ganz andere Welt, aber die siehst du nur mit einem Nachtsichtgerät. Das finde ich genial. Ich überlege gerade, ich würde das auf meinem Balkon vielleicht platzieren, ne? So direkt da nach unten hin in den Garten und dann können Sie da auch mal schauen, was denn alles so nachts da los ist bei Ihnen auf dem Grundstück. Und das ist so schön, wenn Sie dann am nächsten Tag vielleicht die Aufnahmen, die Sie automatisch einfach so haben laufen lassen, was Sie da alles entdecken können, was da alles tatsächlich so unterwegs ist. Die Bestellnummer für Sie ist die ZX5052 und die 569. Hier Full-HD-Qualität im Gegensatz zu den anderen Modellen, die wir Ihnen da gezeigt haben. Und auch hier haben wir noch die passende Speicherkarte direkt für Sie mit dabei. Ja, bei allen drei unserer Nachtsichtgeräten wird empfohlen 32 GB und genau die haben wir. Und so eine Karte ist dann ganz, ganz wichtig. Nicht nur, weil Sie die als Speichermedium brauchen, sondern diese Karte ist eine Markenkarte und das Glas 10 ist wichtig, weil das sagt aus, dass sie genügend Schreib- und Lesegeschwindigkeit hat, um auch Full-HD-Videos zu verarbeiten. Da sehen wir das auch nochmal, Highspeed, ja, und das ist die richtige Karte zum kleinen Preis. Zum kleinen Preis für Sie als Pearl-TV-Zuschauer, der liegt bei nur 8,54 €. Und die Bestellnummer hierfür ist die PX9965 und die 569. Das waren unsere Nachtsichtgeräte. Diana räumt sie auch schon vorbildlich hier weg. Aber kommen wir mal nochmal zurück zu unserem Camcorder, der super schöne Aufnahmen auch bei Tag machen kann. Ja, die Nachfrage ist jetzt schon wieder riesengroß, deshalb blenden wir es nochmal kurz ein. Ich kann es auch verstehen, bis vorgestern war er ausverkauft. Vorgestern kam die neue Lieferung, weil das ist für mich ein technisches Highlight. Für jeden, der Erinnerungen für die in Anführungsstrichen Ewigkeiten schaffen will. Mit 4K-Qualität, also ich muss das nochmal betonen, diese Aufnahmequalität ist die Qualität, die auch unsere Studiokameras zu leisten in der Lage sind. 48 Megapixel bei Fotos. Wir haben hier natürlich Akkubetrieb, Sony-Sensor, 18-fach Digital-Zoom, alles, was man sich wünscht. Ja, und bestellen Sie sich mit der folgenden Bestellnummer nach Hause, NX4907 und der 569. So können auch Sie professionelle Aufnahmen machen in unserer Studioqualität quasi. Und die ist Ihnen ja wahrlich bekannt. Und diese Aufnahmequalität können Sie auch mit so einer kleinen Kamera erzeugen. Und das macht einfach Spaß, wenn Sie dann die Aufnahmen sich im Nachhinein ansehen. Und ich würde mal behaupten, noch mehr Spaß macht's, wenn Sie Abwechslung reinbringen, hier mit unserem Extra-Objektiv. Ja, das ist ein sogenanntes Vorsatz-Makro-Weitwinkel-Objektiv. Ich habe es Ihnen vorhin gezeigt, damit erweitert man das Sichtfeld auf 150 Grad. Man kann also mit leichter Vergrößerung auch noch ganze Panorama hier Aufnahmen machen. Übrigens, diese Linse passt nur zu unserem Camcorder. Ich zeige Ihnen das auch mal ganz kurz. Die wird einfach hier vorne auf die Linse aufgeschraubt. Das Innengewinde bzw. Außengewinde, Innengewinde an der Kamera
passt genau zu diesem Objektiv. So einfach ist das zu installieren, genauso einfach wieder zu deinstallieren. Aber damit hast du noch mal wesentlich mehr Möglichkeiten als nur mit dem normalen Sichtwinkel, also wie gesagt Panoramaaufnahmen, das Ganze wirklich dann auch gerade, wenn man vielleicht Theaterstücke aufnimmt, du kriegst die ganze Bühne drauf und nicht nur ein Teil und musst immer wieder nachstellen. Also auch da sehr von Vorteil. Das ist einfach super praktisch und bei dem Preis zögern Sie bitte auch nicht lange. 13,29 Euro mit der Bestellnummer NX6107 und der 569 bestellen Sie das ganz einfach mit dazu. Sie werden definitiv Freude damit haben. Ich denke, das ist garantiert mit all unseren Nachtsichtgeräten und mit dem Camcorder, dass Sie sich daran erfreuen werden, nicht nur die Natur damit zu entdecken, raus ins Grüne zu gehen, mal wieder ein neues Hobby zu entdecken, sondern dann im Nachhinein auch die Aufnahmen zu zeigen. Und stolz, mit Stolz kann man das, glaube ich, präsentieren, wenn man solche Aufnahmen hat, wie du es gemacht hast mit den Waschbären. Sehr, sehr süß. Hat auch mir riesig Spaß gemacht. Ja, ne? Es macht auch immer wieder Spaß anzuschauen. Also lassen Sie sich diese Freude nicht entgehen. Greifen Sie jetzt zum Telefon 0800 51 51 und dreimal die 4.